Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Stardew Valley hier auf meinem Kanal. Und wie versprochen geht es jetzt ein bisschen weiter. Wir werden jetzt dann gleich mal unsere ersten Parsnips anbauen. Am Anfang braucht man nur, bis man die Waffen aufgelevelt hat. Waffen? Naja, bis man die Tools aufgelevelt hat, dauert es erstmal ewig. Und bis dahin muss man wohl zwangsweise auch ein bisschen angestrengter arbeiten. Hm, toll, ein Stein. Juhu! Ein Stein. So, ich würde sagen, Moment, wir haben doch irgendwo Menü. Inventar, da gibt es hier Crafting-Menü und hier gibt es Wege. Mist. 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 Inventar voll. Ich weiß. Und jetzt? Konnte ich sie nicht machen, weil... Inventar voll. Ja, das ist schön. Dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Ach so. Wir können jetzt nicht einmal eine Kiste machen. Na komm, verkaufen wir schnell die Kohle, weil, okay, jetzt machen wir erstmal eine Kiste. Moment. Also, einmal E. Dann einmal hier auf Crafting. Kiste können wir nicht machen, weil uns fehlen 50 Holz. Scheibenkleister. Scheibenkleister, aber wirklich. Okay, hier haben wir die Pflastersteinwege. Jetzt machen wir mal schnell. Okay. Hat uns zwar jetzt nicht wirklich viel gebracht. Nein, das war die Map. Gehen wir wieder auf E. Hat uns zwar jetzt nicht wirklich viel gebracht. Okay, jetzt haben wir mal die ganzen Steine versammelt. Muss man näher hin. Zack. Wir machen hier auf jeden Fall einen Doppelweg. Das heißt, wir machen jetzt hier. Machen wir dann hier die Parsnips hin. Parsnips. Das klingt wie Parship. So, dann hätten wir hier rein theoretisch wieder einen Weg. Also machen wir hier wieder ein Feld. Warum ich immer diese 9er Felder mache, das kann ich euch nicht beantworten. Oh, wir müssen auf jeden Fall ziemlich schnell schauen, dass wir uns mit mit Linus anfreunden. Wer ist Linus? Hm, ja, das ist eine gute Frage. So, jetzt gießen wir erstmal schnell. Achso, gießen mit links. Gell, Mädel, gießen mit links. So ist klar. So, dann. Momentan nicht schön, aber selten, würde ich sagen. Zack, 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 zack. Was haben wir denn hier? Haben wir denn hier irgendwo... Oder ich würde sagen, wir gehen jetzt dann erstmal ins Dorf, oder? Oh, das, also das mit dem Wald ist schon heavy. Sieht aber jetzt nicht sehr viel anders aus als die eigentliche Map. Hier ist der See. Oder habe ich tatsächlich in meiner anderen Map auch Wald genommen? Das ist der See. Das ist doch die gleiche Map, wie ich auf der Switch habe. Ja, ich glaube, das ist die gleiche. Ich glaube, ich habe doch schon mal Wald genommen. Für mich ist das jetzt alles ganz neu gerade. Naja, ganz neu eigentlich nicht, aber eher sogar altbewährt. Genau, da war nämlich was. Die großen kann man leider erst wegmachen, wenn wir aufgelevelte Tools haben. Das ist sehr lästig. Das heißt, bis dahin hängt uns der Schimmel hier überall rum. So. Die Fiber brauchen wir dann später. Nein, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen jetzt mal nur Holz sammeln. Und Fiber. Und schauen mal schnell nach da oben. Oh, wir haben hier noch eine Info. Hofbuch. Sag hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohner zu begrüßen. Zwei von 28 Leuten begrüßt. Das müssen wir noch machen. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Genau, das haben wir auch angefangen. Allerdings müssen wir jetzt erstmal warten, bis sie dann dementsprechend erntbar ist. Also bis sie gewachsen ist. So, jetzt gucken wir doch mal. Ach, springen kann man ja gar nicht. Wen wir denn noch alles so schön finden? Hier haben wir auf jeden Fall Linus.
Linus, jemand Fremdes, hallo. Lass dich von mir nicht stören, ich lebe allein hier draußen. Hat er noch mehr zum Sagen, Linus? Nein? Gibt's hier nicht irgendwo was, was wir Linus schenken können? Irgendeine Beere oder so? Da kommen wir nicht durch. Da arbeitet gerade ein fleißiger Mann daran, dementsprechend diese Steinklötze wegzubringen. Ah, hallo, wer bist du? Grüße, ich bin Demetrius, örtlicher Wissenschaftler und Vater. Danke, dass du dich vorstellst. Ich studiere momentan die hiesige Flora und Fauna von meinem Heimatlabor aus. Hast du meine Tochter Maru getroffen? Sie scheint dich gern treffen zu wollen. Maru. Gucken wir doch mal, da müsste die... Ah, den jungen Mann wollen wir gleich kennenlernen. Sebastian. Oh, bist du gerade eingezogen? Richtig cool. Bei all den Orten auf der Welt hast du diese Stadt gewählt? Ja, habe ich. Gut, sie kennen wir ja schon, die Robin. Da können wir nicht rein. Da oben können wir auch nicht rein. In bestimmte Räume kann man nur rein, wenn man sich mit den Leuten anfreundet, wie zum Beispiel hier bei Sebastian. Kommen wir auch nicht rein, solange wir uns nicht mit ihm angefreundet haben. So. Ach ja, demnächst soll es ein Update geben mit neuen Interaktionen dann mit den Ehepartnern. Man kann hier nämlich in Stardew Valley auch heiraten, was ich ganz süß finde eigentlich. Ach, die Musik. Oh, wie schön. So richtig schön beruhigend. Oh, die können wir sammeln. Die können wir dann nämlich verkaufen. Ist leider nicht essbar, die Blume. Ist hier noch irgendwo jemand? Hallo, ist hier jemand? Scheinbar nicht. Scheinbar sind wir hier ganz allein. Oh, es ist schon 17 Uhr. Das heißt, die ersten Läden haben zu. Oh, wer ist das? Sam. Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Ja, und jetzt? Hast du noch mehr zum... Nee, hast du nicht. Die Lia. Hallo, es ist nett... es ist nett, dich kennenzulernen. Haspel. Du hast eine gute Zeit gewählt, um herzuziehen. Der Frühling ist herrlich. Oh, danke. Frühling. Hier geht's nochmal hoch, glaube ich. Was ist das für ein komischer Mann? Shane, ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Arrogantes... etwas. Beware auf Doc. Doc, da ist aber kein Hund drin. Alex, hey, du bist also das neue Mädchen. Hm? Wir werden sicher gut miteinander auskommen. Ich heiße Alex. Man sieht sich. Ah, das ist dann eher so der coole Typ. Und das ist so der Vollidiot. Wen haben wir denn hier? Evelyn! Ah, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Ja, Omi. Und das andere ist anscheinend der Opi. Es ist nervig, all diese neuen Leute kennenzulernen, nicht? Mein Name ist übrigens George und jetzt zisch ab. Okay. Dann wollen wir den guten Mann nicht länger nerven. Ich möchte mir ja ungern jetzt hier gleich mal Feinde machen in der ersten Folge. Oder in der zweiten. So. Ah, da haben wir auch nur zwei Damen. Das ist die Maru, glaube ich, das hier. Maru. Oh, bist du nicht gerade hergezogen? Ich bin Maru. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Weißt du, in einem kleinen Ort wie diesem hier kann ein neues Gesicht die Dynamik ziemlich verändern. Es ist aufregend. Ah, Penny. Hi. Oh, wolltest du etwas? Nein. Ich wollte mich nur vorstellen. Ich bin der neue Bauerntrampel hier im Dorf. Ah, okay, da ist auch eine Dame. Ich kenne sie schon, aber ich will es euch jetzt nicht verraten. Oh, du bist das neue Bauernmädchen oder so, nicht? Hä? Oh, ich bin Haley. Sehr freundlich. Ich werde mal reduziert auf das Bauernmädchen. So, haben wir dann hier auch noch was? Ja, da ist der Sam wieder. Oh, jemand Fremdes. Mein Name ist Vincent. Mama sagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber du siehst in Ordnung aus. Oh, da freue ich mich aber. Oh, was macht die? Abspülen. Jodie? Oh, du bist nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das ist okay. Ich bin Jodie. Was soll das heißen?
Das hier ist ein kleines Städtchen, also ist es immer sehr aufregend, wenn jemand Neues einzieht. Einen Bauern hier zu haben, könnte einige Sachen ändern. Dem könnten wir jetzt folgen, glaube ich, aber nur, weil er die Tür aufgelassen hat. La 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 la. Tu. Da unten können wir, glaube ich, nicht rein. Können wir hier rein? Es ist verschlossen. Geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Nur, dass die Frau immer nie wirklich da ist. So, jetzt gucken wir mal. Haben wir hier noch irgendwo was? Gibt hier noch was zum Verkaufen? Gibt hier noch was zum Verkaufen? Es wird schon dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Oh, ich habe die dumme Angst, dass wir jetzt hier nicht wirklich durchkommen. Ja, es könnte, wenn wir Glück haben, gerade nur so funken oder auch nicht. Hier lang, dann da lang, dann da lang. Doch, man hat ein bisschen mehr Sehen, glaube ich, in der Waldmap. So, Moment, dann haben wir... Da können wir die, können wir hier noch anpflanzen. Da gibt, glaube ich, dann Frühlingssaat. Ja, ich mag gießen, meine Dame. Und diese komischen Blumen, die können wir eine auf jeden Fall reinschmeißen. Mist, wir haben immer noch nicht genug Holz. Wir brauchen aber Holz, Holz, Holz. Und zwar für eine Kiste, weil ich würde nämlich gerne ein bisschen Kappes wegräumen. Hui. 17 Holz, das heißt, juhu, wir können gleich eine machen. Nur noch diesen einen Baum fällen, dann können wir endlich eine Kiste bauen. Oh, das wird so wunderbar. Ich muss auf jeden Fall wieder das Wiki aufmachen, weil ich mich natürlich mit den Leuten, was die mögen und was die nicht mögen, echt nicht auskenne. So, Herstellung. Eine Kiste. Und wo stellen wir die jetzt hin? Erstmal irgendwie hier hin, oder? Da machen wir die Farbe grau. Und da packen wir jetzt erstmal den ganzen Kappes rein. Können wir eigentlich schon? Nein, wir können noch keine. Okay. Aber wir können, glaube ich... Fackeln können wir schon mal machen. Und dann packen wir das mal wieder weg. Und dann würde ich nämlich hier oben gleich mal wieder Fackeln machen. Mal jetzt einfach mal da mitten rein eine. Und dann würde ich sagen, legen wir uns jetzt auch schon mal schlafen. Und ich würde sagen, den ersten Tag haben wir geschafft. Wir haben ein paar Leute kennengelernt. Ich glaube nicht alle. Wie viel haben wir denn kennengelernt? Nee, das waren die Pastinaken. 16 von 28 Leuten. Das heißt, wir waren schon mal sehr erfolgreich. Und die kann man dann hier wieder nachschauen, wie man dann... Oh, ledig, ledig. Früher war man dran gestanden, Single. Aber es liegt halt daran, weil es jetzt die deutsche Übersetzung ist. Ah, da haben wir noch einige, haben wir noch nicht kennengelernt. Ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, bewertet gerne den, ja, ein Like ist ja den Part bewerten auch manchmal bei mir. Also bewertet den Part und seid auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Stardew Valley hier bei mir, Jazz Hellfire. Und bis dahin sage ich Ade, Waschi.